Freitauchen ist meine Passion, in der ich in der Welt abtauchen kann. Voller Ruhe, Entspannung, aber eben auch mit körperlicher Anspannung. Ja, diese Kombination, die macht es für mich einfach sehr, sehr spannend, diesen Sport zu betreiben. Ja, wir sind hier in Ägypten, in Sharm el-Sheikh. Derzeit finden hier die Freediving World Competition statt. Der ganze Wettkampf läuft also über 7 Tage. Heute werde ich versuchen, den deutschen Rekord im Freitauchen zu brechen. In der Disziplin Constant Weight No Fin. Das heißt also, im Bruststil werde ich dann versuchen, bis auf 61 Meter hinunterzutauchen und natürlich auch wieder hoch. Was viele sicherlich abschreckt, wenn sie hören, Apnoe oder Atem anhalten, ist der Atemreiz. Aber genau das lernt man als Freitaucher, eben diesen Atemreiz zu unterdrücken oder dass man sich in den Zustand versetzt, dass man diesen Atemreiz überhaupt nicht spürt oder dass der Atemreiz einfach nicht kommt. Die Wettkampfvorbereitung sieht jetzt am Tag selbst so aus, dass man ein bisschen weniger isst. Man nimmt so 4 Stunden vorher die letzte Mahlzeit zu sich. So die richtige Vorbereitung fängt dann 1 Stunde vorher an mit Dehnungsübungen und einer speziellen mentalen Vorbereitung. Also das ist ein sehr wichtiger Part beim Freitauchen. Also Freitaucher wärmen sich eigentlich nicht auf, sondern wir wollen eher das Gegenteil. Wir versuchen, unseren Stoffwechsel herunterzufahren, sodass der Puls sich beruhigt, dass die Nerven sich beruhigen. Im Wasser an der Wettkampfzone fängt man dann mit den letzten Atemübungen an und versucht sich einfach richtig zu entspannen. Das sogenannte Packing erlaubt mir, noch zusätzlich Luft in die Lunge zu pressen. Mit dieser Luft in der Lunge geht es dann halt hinab in die Tiefe. Beim Abtauchen hat der Körper innerhalb weniger Sekunden enorme Druckunterschiede zu meistern und dieser steigt dann auf ein Vielfaches an. Unter Wasser sind meine Gedanken dann sehr fokussiert. Man konzentriert sich, dass der Druckausgleich richtig funktioniert. Die Luft wird dann ab einer bestimmten Tiefe so weit zusammengepresst, dass man keinen Auftrieb mehr hat und im sogenannten Freefall in die Tiefe gleitet. In der Zieltiefe befindet sich dann eine Grundplatte und an dieser hängen dann mehrere Kärtchen und genau so ein Kärtchen muss man dann als Beweis wieder mit nach oben bringen. Sobald man dann die Oberfläche durchbrochen hat, muss man innerhalb von 15 Sekunden ein Oberflächenprotokoll ableisten
Und der Wettkampfrichter zeigt dann eine weiße Karte, wenn alles gepasst hat. Für mich liegt der Reiz eben gerade darin, weil ich hier meine körperlichen Grenzen sehr schnell erfahren kann. Und ich fühle mich einfach auch besser, wenn ich weiß, okay, ich habe alles gegeben. Ja. Habe also eine sehr enge Beziehung zum Wasser, war ja Ruderer, war Schwimmer, war Triathlet, habe also immer Outdoor-Sportarten betrieben. Und für mich ist es schon wichtig, ja, dass ich mich einfach dann draußen in der Natur bewegen kann. Wir waren heute in Ras Mohammed, ein Nationalpark mit sehr schönen Riffen und einer wahnsinnigen Unterwasserwelt. Wirklich faszinierend, welche Vielfalt man dort noch vorfindet. Als Freitaucher kann man die Unterwasserwelt natürlich einfach sehr viel intensiver erleben und man kann sich viel freier bewegen und kommt dadurch auch der Tier- und Korallenwelt also wesentlich näher. Ja gut, Vorurteil oder das Bild über den Freitaucher oder Apnoetaucher ist halt einfach, dass es da eine sehr hohe Unfallrate gibt, ja? Was aber in dem Sinne nicht belegbar ist. Risiken kann es natürlich schon geben, wenn man sich halt überschätzt, wenn man seinen Körper nicht richtig kennt oder die Signale falsch deutet. Habe also da auch am Anfang, als ich angefangen hatte mit dem Freitauchen, so meine Probleme gehabt. Eine war mit dem Druckausgleich, also da schon den ein oder anderen Trommelfellriss hinter mir. Ja, das andere ist halt, dass man dann auch beim Tauchen ohnmächtig werden kann. Ja, deshalb ist es auch wichtig, dass man beim Tauchen immer einen Partner mit hat, der einfach ein Auge auf einen wirft oder mittaucht im besten Falle. Aber so eine Sachen, also dass man jetzt wirklich bis an diese Grenze geht, dass man also kurz vor der Ohnmacht ist oder wirklich die Ohnmacht dann erlebt, das ist mir, also wie gesagt, nur im Wettkampf passiert, ja, wo also die Sicherheitsmaßnahmen dann derart sind, dass man da also wirklich dann auch keine Bedenken haben muss, dass da was passiert. Am Anfang, wie gesagt, ist es mir sehr schwer gefallen, da die Grenze wirklich zu finden. Man muss sehr, sehr sensibel auf seine Signale hören, um den richtigen Zeitpunkt dann halt zum Auftauchen zu erkennen. Also dennoch passiert es halt mitunter, dass man halt nah an der Grenze halt ist. Ja. Aber es ist vielleicht auch der Reiz, eben zu gucken, ja, wo liegt die Grenze, ja, wie weit kann ich gehen. Ja, also ich reise auch sehr gerne und es ist natürlich toll, wenn man das mit dem Freitauchen verbinden kann. Und die Freitauchgemeinschaft, ja, sind einfach auch interessante Leute, die man trifft aus vielen verschiedenen Ländern. Und man lernt was über unterschiedliche Kulturen. Und es macht einfach Spaß, ja, eben auch da in dieser Community sich zu bewegen. Ja, also Freitauchen ist mit Sicherheit immer noch eine Randsportart, aber das war Triathlon, als ich damals angefangen hatte, auch. Mittlerweile ist Triathlon olympisch. Freitauchen war übrigens auch schon mal als Vorstellungssportart bei den Olympischen Spielen.
und wer weiß. Ja, also ob es olympisch wird, klar, bei den Olympischen Spielen mal teilzunehmen, wäre sicherlich eine tolle Sache. Man sollte einfach dafür kämpfen, nicht?